Hi, ich bin die Beate von Tierkunst und das ist der Juma und der leistet mir ein bisschen Gesellschaft bei der Einführung heute. Und heute geht es um dieses Tierporträt. Das ist die Lola und die verstarb leider letztes Jahr im Mai. Sie kam aus Spanien, aus der Tötungsstation und durfte noch 10 Jahre bei ihrem Frauchen leben und mit einem Hundekumpel und den habe ich auch schon mal gemalt. Und und die Lola habe ich gemalt in Öl auf Leinwand im kleinen Format als sogenanntes Daily Painting. Und die Daily Paintings habe ich mal vor Jahren entwickelt. Also vor Jahren habe ich damit angefangen, kleine Bilder zu malen, die ich auch zu einem etwas günstigeren Preis anbieten kann als zum Beispiel ein teures Pastell. Und Daily Painting deswegen, weil ich es eigentlich an einem Tag fertig bekommen muss. 3 oder 4 Stunden brauche ich für solch ein Gemälde, aber sie sind, wie gesagt, ein bisschen grober gemalt, aber natürlich muss man den Hund erkennen können, also da brauche ich auch relativ gute Fotos. Es gehen aber auch Fotos, die nicht so gut sind, da ich eben hier wirklich etwas grober male und nicht wie bei Pastell alles zu sehen sein muss. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns.
Yuma. Was meinst du? Hat es allen gefallen? Gib mir Pfote. Super. Also, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und Pfote nach oben. Und bitte abonniert doch gerne meinen Kanal und ja, genau, abonniert bitte doch gerne meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder, weil jeden Samstagnachmittag gibt es auch neue Videos um 16 Uhr und schaut auch gerne bei Instagram vorbei und schaut doch gerne auf meiner Internetseite www.tierkunst.com. Ich würde mich freuen, Yuma würde sich freuen und ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.